Vielleicht manche denken sich, kann Robert auf sowas vorbereiten? Weil er bringt immer die ja, schlimme Nachrichten. Aber gut, es gibt schon was. Motivation, Ermutigung. Würde ich sagen, ich habe das vorbereitet, es gibt diese vier Sachen, was sind verbunden mit Motivation, Ermutigung. Und das habe ich gesehen, alle diese vier Sachen auch in diesen Männern hier. In diesen Männern habe ich hier gesehen, die Glaube, die Geduld, Gehorsam und Treu. Die vier Wörter verbunden mit alle diese Männer. Da habe ich nur ein paar Beispiele aus der Bibel genommen. Nicht alle, weil sonst würde das zu lang dauern. Sowieso mit Robert dauert es länger als geplant. Dann fangen wir an mit der Abraham. Gott versprach Abraham einen Sohn durch Sarah. Die war unfruchtbar. Und was war von großer Bedeutung da, dass er musste 25 Jahre warten auf das Kind. Gott verspricht dir was und du musst warten 25 Jahre drauf. Wisst ihr, was das ist? Was das große Geduld ist? Riesige Glaube, dass das wird so, wie der Herr hat dir versprochen. Wahnsinn. Dafür brauchte man Glauben und Geduld 25 Jahre lang. Sein Glaube würde so geprüft. Würde geprüft, er gehorchte breitwillig und vertraute Gott, indem er seinen Sohn Isaac als Opfer gab, im Glauben, dass Gott Isaac wieder zum Leben erwecken würde. Er wusste, dass der Herr, was verlangt das von mir, er ist genauso mächtig und groß und kann meinen Sohn zurück mir geben. Freiwillig hat das gemacht, mit Glaube. Derjenige, auf dem er 25 Jahre gewartet hat. Er hat gewartet auf das Kind 25 Jahre und wenn der Herr hat ihn gefragt, ob er würde das für ihn machen, was hat der Abraham gesagt? Ja, Herr, ich mache es. 25 Jahre hat er gewartet auf das Kind. Seine Glaube wurde geprüft und er behielt seinen Sohn. Der Gott hat andere Opfer geschickt. Sein Sohn ist mit ihm geblieben. Auch nicht nur das, noch viel ist mit Abraham inzwischen passiert. Und für seine Glaube 25 Jahre Glaube und Geduld. Leute, das muss man auch schreiben. 25 Jahre Glaube und Geduld. Gott hat ihn belohnt mit einem spezifischen Land. Es wandelt sich um Zukunft hier, aber zahlreiche Nachkommen. Segen für ihn und seine Nachkommen. Und Segen durch ihn für alle Völker. Wir sind gesegnet durch Abraham. Nur auf seine Glaube und Geduld. Was sagt ihr das? Behalte deine Glaube. Und wenn du hast keine Geduld, frag dem Herrn, dass er lernt dich Geduld. Weil schau, was hat das alles vollbracht, seine Glaube und Geduld. Josef war der Lieblingssohn seines Vaters, weshalb sein Bruder ihn hassten. Weil er hatte Träume gehabt, die zeigten, wie eines Tages über seine Familie er wird herrschen. Neid, die war eifersüchtig. Und was haben die gemacht? Sie wollten ihn töten. Doch stattdessen, sie inszenierten seinen Tod und haben ihn verkauft. Die haben sein eigenes Blut, eigene Brüder verkauft. Armes Kind. Ich habe das erste Mal Geschichte gelesen, ich habe geweint, weil es war traurig. Dass jemand verkauft dich als Sklav, eigenes Blut, eigene Brüder. Und dann würde er wegen eines Verbrechens, da er nicht begangen hat, weil er Gott gehorchte, ins Gefängnis geworfen. Falsch angeklagt. Für etwas, was er hat nicht gemacht. Ins Gefängnis. Von schlimmer zu schlimmer zu schlimmer. Aber er wusste, was richtig war und was Sünde war. Und zum Schluss, der Pharao ernannte Josef zum stellvertretenden ganzen Ägypten. Was heißt das? Josef würde dort platziert, ja. Aber Gott hatte einen Plan. Er hat gesehen, wodurch Josef ist gegangen, was er musste alles erleiden. Aber Josef im Gefängnis wartete und vertraute er auf Gott. Und der Herr segnete ihn und rettete durch ihn viele. Nur weil er hat Glaube und Geduld gehabt und war treu zu dem Herrn, ist für gut aufgestanden. Obwohl er ist im Gefängnis geschmissen für etwas, was er hat nicht gemacht.
Joshua. Joshua auch, wenn ich höre nur seinen Namen, weil erst was kommt mir, ist große Last. Stell dir vor, nach Moses Tod, er hat seinen Platz bekommen, Joshua. Joshua hat Verantwortung bekommen für Israeliten. Joshua war mit Mose und hat alles gesehen, was passiert ist. Joshua, Joshua ein Führer. Das ist eine große Pflicht, was er hat bekommen. Eine große Verantwortung. Meint ihr nicht, dass seine Knie waren schwach, dass er die Angst gehabt, Zweifel auf sich, nicht auf den Herrn, auf sich selbst. Weil das war eine riesige Aufgabe. Riesige Aufgabe. Joshua führte 13 Kriege, hat nur einen verloren, aber nicht aus eigener Schuld, nur wegen einem Mann, was hat Sünde gemacht. Joshua, stellt dir vor, nur Angst und Zweifel in seinen Kopf. Riesige Verantwortung. Er hat gesehen, alles, was passiert ist unter Mose. Wie die Israeliten waren ungehorsam und die haben manche mit eigenem Leben bezahlt. Und dann, wenn Gott kommt zu dir und sagt, jetzt bist du dran, jetzt bist du der Führer, würdest du auch nicht Angst haben, wenn Gott dir ruft für die großen Sachen. Alles, was du musst machen, ist Glaube haben auf dem Herrn, Vertrauen dem Herrn, sei ihm gehorsam und hab Geduld und alles ist möglich mit dem Herrn. Aber wir haben vergessen, wer hat uns überhaupt errettet? Wir haben überhaupt vergessen, wer hat uns errettet? Gott selbst, allmächtiger Gott. Amen. Wir haben das vergessen. Wir haben das vergessen. Tagtäglich wir vergessen. Die größten Schlachten und Kämpfe können durch Gehorsam und Glaube gewonnen werden. Das sehen wir in der Bibel, es ist offensichtlich. Hiob, auch traurige Geschichte, wenn du das liest, erstes Mal, bis du kriegst die, wie sag mal, bis der Herr offenbart dich eigentlich, um was es geht. Wenn es darum geht, das Leid zu verstehen, können wir auf Hiob zurückblicken, der auf schreckliche Weise gelitten hat und dennoch auf Gott vertraut hat. Schreckliche Sachen, aber hat Gott vertraut. Hiob verlor seine Kinder, Hiob hat seine Reichtum verloren, seine Gesundheit verloren, Hiob hat alles verloren. Alles, er hatte nichts. Er war wie Bettler, nackt und hungrig. Und es ist hart, im Leid zu warten, geduldig zu werden, warten auf Gott, Glaube zu behalten und dem Herrn zu vertrauen, oder? Aber Hiob hat seine Glaube behalten, egal wie schwer ihm war. Er hat auf Gott gewartet. Bis zum Schluss. Sogar seine Frau war gegen ihn. Und ich bin mir sicher, dass dieselbe Frau war besessen vom Satan allein. Und hat das gesagt, was sie hat gesagt. Schreckliche Sache. Bruder Sascha hat letzten Sonntag darüber gesprochen. Sicher, weil das war eh alles, um Hiobs Geschichte war eh Satans Idee. Satans Idee. Trotz der wenig hilfreichen Kommentare seiner Familie und seiner Freunde blieb Hiob Gott treu. Das ist so. Keiner kann dich verstehen, so wie der Herr Gott kann dich verstehen. Keiner kann dir helfen, wie Gott kann dir helfen. Keiner. Familie versteht dich nicht und vor allem, du kannst nicht mit deiner Familie über alles reden. Du kannst nicht zu deiner Familie alles sagen. Du weißt es selber. Aber da gibt es jemanden, mit wem kannst du alles, über alles kannst du reden. Dein Herr, dein Gott, lebendiger Gott. Aber wir vergessen das. Gott segnete Hiob nach seiner schwierigen Zeit reichlich und er verdoppelte sein Vermögen zuvor. Alles, was er hat gehabt, hat verloren, Gott hat ihm gesegnet. 22 Kinder, das ist viel, verdoppelt. Warum? Weil er hat seine Glaube nicht verloren, er war treu zum dem Herrn und er hat Geduld gehabt. Und Glaube auf dem Herrn, bis zum Ende. Und Gott hat riesige Wunder für ihn gemacht. 10 Kinder, andere Kinder, andere Frauen. Gott hat alles verdoppelt. Das ist riesige Wunder. Riesige Wunder. David, 1. Samuel 17, 45. David aber sprach zu Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth,
des Gottes, des Zeuges Israels, den du gehört hast. David wusste klar, dass er allein konnte nicht Goliath umbringen. Er war Kind. Kind gegen Riesen. Aber David wusste, wer ist mit ihm. Er wusste, dass der Herr Gott ist mit ihm und wird das machen. Er wusste das. Glaube und war zum Gott gehorsam und treu. David wusste das. David wusste, dass sein Herr Gott ist ein Kriegsmann für ihn. Und die Bibel steht geschrieben, dass der Herr das ist. Und dass der Herr kann einen Riesen töten. Wie heißt dein Riesen in deinem Leben? Was bedrückt dich? Sünde. Womit du kämpfst? Wie riesig ist die Riese in deinem Leben? Nicht so riesig, so wie unser Gott ist. Er kann deine Riesen in deinem Leben umbringen. So wie er hat für David gemacht. Wovon hast du Angst? Wie oft hat Jesus gesagt, fürchte dich nicht. Der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir. Es gibt keinen Riesen so riesig, dass der Herr kann ihn nicht umbringen. Kann nicht für dich etwas wegtun oder nehmen. Daniel auch, super Geschichte über Daniel. Ich liebe diese Geschichte. Daniel 3,17, siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns wohl erretten aus dem glühenden Opfer. Dazu auch von deiner Hand erretten, hat zu König gesagt, König Babylon, Babylons König. Und was ist passiert? König hat gesehen, das vierte Mann im Feuer steht mit Daniel. Und er ist rausgekommen, ihm war nichts passiert, wie das nichts passiert ist. So groß ist dein Gott, Herr, ist. Wundertäter, er tut Wunder, tagtäglich immer noch, hat nie aufgehört. Aber wo ist unsere Glaube, unsere Geduld, unsere Gehorsam und sind wir treu? Das ist, was beschreibt diese Männer. Das soll uns auch beschreiben. Dann die große und gewaltige Wunder können in deinem Leben passieren. So wie Bruder Sascha hat gesagt, Jeremia 33,3, rufe mich, ich werde dir zeigen. Glaube an mir, vertrau mir, Robert, vertrau mir, Sascha. Sei mir gehorsam, sei Geduld. Und du wirst sehen riesige und wunderbare Sachen in deinem Leben. Daniel 6,22, mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat. Das ist unser Herr. Hast du ein Problem? Bist du in Not? Ruf dem Herrn, er wird sich kümmern um dich. Dass sie mir kein Leid getan haben, denn vor ihm bin ich unschuldig erfunden, so habe ich auch wider dich, Herr König, nichts getan. Daniel war ohne Schuld. Seht ihr, was Daniel hat, was steht geschrieben? Denn ich bin unschuldig. Unschuldig. Er hat keine Sünde gemacht. Er war treu, er war gehorsamer Diener. Daniel. Verbot ist rausgekommen, dass keiner darf anderen anbeten, außer den König Babylons, was hat Daniel gemacht, hat ihm gar nicht interessiert. Er hat weiter seinen Herrn Gott angebeten und zu ihm gebeten. Er war bereit zum Sterben für den Herrn. Zu Daniel war das egal, was der König Babylon sagt. Zu Daniel war nur wichtig, was der Herr Gott zu ihm sagt. Und war zudem gehorsam. Nicht zu König Babylons, welches Name ich kann nicht aussprechen. Zu dem Herrn Jesus Christus, zum Gott allein, er war gehorsam. Daniel, ohne Schuld, treuer, gehorsamer Diener, bereit zum Sterben. Sein Glaube war stark. Er wusste, Herr wird kommen für mich. Okay, er wirft mich ins Ofen. Kein Problem. Dein Ofen ist heiß, aber mein Herr Gott ist mächtiger als dein Ofen. Und er wird mich erretten. Das haben wir vergessen, liebe Geschwister. Daniel, dann kommst du im Neuen Testament. Paulus, Apostelgeschichte 20, 23. Ohne dass der Heilige Geist in allen Städten bezeugt und spricht, Bande und Trübsal warten, meint das selbst. Dasselbe haben die alle durchgemacht. Bande und Trübsal haben gewartet auf diese Männer. Die Männer, was haben Gott, lebendige Gott, angebeten.
Aber die haben Glaube gehabt, Geduld, die waren gehorsam und treu zu Gott. Und die sind als Sieger rausgekommen. Die haben nicht verloren. Obwohl es war schwierig, die haben nicht geschaut, wodurch die gehen, sondern was ist auf die andere Seite. Was ist auf die andere Seite? Und die wussten, wer steht hinter sie. Dass die waren nie allein. Die waren nie allein, diese Männer. Die wussten genau. Die wussten genau. Paulus wusste genau auch, was ihm erwartet. Er war der, was hat Jesus gesagt? Paulus, warum verfolgst du mich? Er verfolgte Jesus. Die, was haben an Jesus geglaubt, dass er auferstanden ist. Und dann hat Jesus begegnet, wurde bekehrt. Jetzt steht er auf ganz andere Seite. Er war früher Jäger, dann ist er zum Schluss gejagt geworden. Versteht ihr, wie die Rolle hat sich verändert? Wie die Rolle hat sich verändert? So wie Schrift sagt, willst du die gottseliges Leben führen, du wirst leiden, du wirst Trübsel haben, Probleme. Aber wir vergessen, wie groß ist unser Gott. Wie mächtig ist unser Gott. Wie kräftig ist unser Gott. Tolle Verheißungen hat der Herr für uns. Ist immer bei uns, in uns. Wir sind Tempel, lebendige Tempel Gottes. Er lebt in uns. Seine Kraft und Macht ist zu uns verfügbar. Jeden Tag, 24 Stunden. Sogar wenn du schläfst, er beschützt dich. So groß ist unser Herr. Paulus wurde geschlagen in Apostelgeschichte 21, 30 und 31. Paulus wurde geschlagen in 23, 3. Paulus wurde bedroht, Apostelgeschichte 22, 22. Paulus wurde mit viele Male verhaften, 21, 33, 22, 24 und 31 und so weiter und so fort. Paulus wurde im Gerichtsverfahren angeklagt, auch in Apostelgeschichte auf 4, 5 Stellen. Paulus wurde verhört, Paulus wurde verspottet, Paulus wurde ignoriert in Schrift. Paulus erlitt einen Schiffbruch und Sturm. Was wir sehen, nur am Fernseher, Leute. Wir sehen das nur am Fernseher. Wir haben sowas nicht erlebt. Paulus wurde von einer Schlange gebissen. Das Letzte, was hat uns gebissen, war Mücke. Paulus wurde krank. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum er hat mit den Augen Probleme gehabt. Ist kein Wunder, wie oft er wurde geschlagen ins Kopf. Für den Herrn Jesus Christus. Aber Gott hat ihm geholfen, wieder auf die Beine zu stellen, dass er kann stehen und weiterziehen für den Herrn Jesus Christus. Er hat das nicht mit seiner eigenen Kraft gemacht. Sicher nicht. Paulus war im Gefängnis. Im Gefängnis. Wir machen von unserem Haus eigene Gefängnis. Paulus wurde ausgepeitscht, mehrmals. Mit Ruten geschlagen, mit Steinen beworfen, mit Schiffbruch hat er litten. Er musste reisen und häufig und oft. Reisen nonstop, er war nonstop unterwegs wie unser Pastor Nico. Das ist nicht leicht, Leute. Das ist nicht leicht. Frieren, schutzlos, schlaflose Nächte zu haben, hungrig zu sein, durstig zu werden. Gefahr durch Flüsse, Gefahr durch Räuber, Gefahr durch sein eigenes Volk. Gefahr durch Heiden, Gefahr durch die verschiedenen Städte, Gefahr in Wildnis, Gefahr auf dem See, überall Gefahr, überall Probleme, überall Not, alle Arten von Not. Der Druck der Angst um alle Gemeinden, er hat sich für andere gekümmert, tagtäglich, immer mehr von Bedeutung und war mehr wichtiger, wie geht es anderen als zu ihm selbst. Und Paulus hat mehr um andere als um sich selbst besorgt. Paulus, wenn du siehst Paulus an, das hat alles er erlitten. Aber er wusste, 2. Korinther 4, 8 bis 18, wir haben allen halben Trübsal, aber wir ängsten uns nicht. Warum? Weil du weißt, der lebendige Gott ist mit dir. Amen. Er lebt in dir. Ein Gebet entfernt bist du von dem Herrn. Dass er hilft dir in deinem Trübsal. Wir ängsten uns nicht, uns ist bange. Aber wir verzagen nicht.
Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Siehst du, du wirst vielleicht Verfolgung leiden, aber du wirst nicht verlassen. Der Herr Gott in Hebräer hat es versprochen, dass er wird dich nie vergessen, nie verlassen. Wir haben das verlassen, vergessen und wir haben den Herrn verlassen, aber er wird dich nicht verlassen. Sicher nicht. Sein Wort ist Wahrheit und der Gott ist nicht Lügner wie ein Mensch. Aber wir werden nicht verlassen, wir werden unterdrückt. Aber wir kommen nicht um. Wir kommen nicht um. Du wirst gedrückt, gepresst von jeder Seite. Und du wirst wieder ins dein Bett kommen und schlafen und morgen wirst du wieder aufstehen. Geh nach Hause, kümmere dich um deine Wunde. Geh schlafen und steh morgen auf und kämpfe weiter. Kämpfe weiter und tragen um allzeit das Sterben des Herrn Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben des Herrn Jesu, was? An unsere Leibe offenbar werden. Deswegen, das ist auch ein Grund, warum haben die gelitten. Denn wir, die wir leben, werden immer in Tod gegeben um Jesu Willen, auf dass auch das Leben Jesu offenbar werden an unsere sterblichen Fleisch. Deswegen, wir müssen litten. Und leiden und durch Trübsale gehen, Probleme, Not, dass der Herr Jesus Christus kann in unser Leben offenbart werden, dass seine Macht kann offenbart zu uns werden, auf die erste Stelle auch, dass die anderen können sehen, wie groß ist dein Gott, was hat dich errettet, dass sein Name kann verherrlicht werden und hochgestellt durch dich, durch mich. Denn wir, das habe ich schon gelesen, Entschuldigung. Darum so ist nun der Tod mächtig in uns. Ist. Er sagt, wir leiden im Fleisch, Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Aber das Leben in euch, das heißt, durch unsere Leiden, andere kriegen ewige Leben. Amen. Wenn du dich konzentrierst für das Evangelium, gehst predigen, andere bekommen durch das Wort, was sie haben gehört, das ewige Leben. Dieselbe ewige Leben, was du hast bekommen. Ja, vielleicht musst du leiden, durch Trübsal gehen. Aber zu jemandem ist das ewige Leben, Leute. Preis dem Herrn dafür, dass du leidest und kannst durch Trübsal gehen. Preis dem Herrn, jemand wird Leben, ewige Leben erhalten. Weil du warst nicht faul, bist aufgestanden und bist auf Straße gegangen. Hast du dich doch anders überlegt und das Traktat zu jemandem gegeben. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Denn dieweil wir aber denselbigen Geist des Glaubens haben, nach dem geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum so reden wir auch. Und wissen, dass der, so den Herrn Jesus hat auferweckt, wird uns auch aufwecken durch Jesus und wird uns darstellen samt euch. Amen. Kraft Gottes. Nur Gott kann auferstehen wieder. Ich kann mich nicht selbst umbringen und zu euch sagen, ich stehe wieder morgen auf. Ich stehe sicher nicht auf. Vorbei, Game Over, Schluss. Jesus Christus ist auferstanden. Wovon hast du Angst? Gott ist mit dir, lebendiger, kräftiger, mächtiger Gott. Es ist kein Wunder so, zu groß, das er kann machen. Hat große Wunder unsere Herr gemacht. Von 1. Mose bis Offenbarung. Gestern macht heute und was alles noch in Zukunft, wir werden selber Zeugen und sehen, was große Wunder uns erwarten. Ewige Leben, neue Jerusalem, neue Erde, neuer Himmel, alles neu. Kriegst du neue Körper, neue Namen. So wie Jakob hat neue Namen bekommen. Du kriegst auch neue Namen. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die überschwängliche Gnade durch viele Danksagung, was? Gott reichlich Preise. Gott reichlich Preise. Darum werden wir nicht müde, sondern ob unsere äußerliche Mensch verweset, so wird durch der innerliche vom Tag zum Tag erneuert. Deswegen müssen wir ja durch Trübsal, ja, wir müssen Probleme haben, absolut, wir müssen Not leiden. Warum? Dass du wirst vom Tag zu Tag erneuert, dass du vom Tag zu Tag schaust mehr aus als Jesus Christus. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist,
hörte die Worte, was Paulus sagt, zeitlich und leicht. Das heißt, es ist begrenzt. Es dauert nicht ganze Ewigkeit. Es dauert nicht ganze Ewigkeit. Aber wenn jemand bekommt das ewige Leben durch das Wort, du hast selber gepredigt oder geteilt, das Evangelium, das dauert ewig. Amen. Dein Trübsal, Schmerz, Not, Pein, Leid ist zeitlich, ist begrenzt. Kriegst nur so viel, wie du kannst aushalten. Gott gibt uns nicht mehr. Weil er weiß, wie du schwach bist oder wie du stark bist. Und er weiß, okay, du bist schwach, aber ich mache dich stärker. Ich kann dich stärken, weil ich bin dein lebendiger Gott. Wir haben vergessen. Denn unsere Trübsal ist zeitlich, leicht ist. Schaffe deine ewige und über allen Maßen wichtige Herrlichkeit. Seht ihr, was das schafft? Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Wir sehen das ewige Leben jetzt nicht, aber wir werden es eines Tages sehen. Wir werden das sehen, wie diese Person, zu wem hast du Evangelium gegeben? Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ewig! So, ich habe mich selber gefragt, Herr Gott, wie schaffe ich das alles wie Abraham? Diese Glaube, Geduld zu haben, gehorsam zu werden, zu treu dir zu bleiben. Wie schaffe ich wie Josef? Wie schaffe ich wie Joshua? Wie schaffe ich wie Job? Wie schaffe ich das wie David? Wie schaffe ich das wie Daniel? Wie schaffe ich das wie Paulus? Philipper 4 und 13. Schwester Dragica weiß schon, um was es geht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus, Jesus, dein Herr und Gott, was stirbt für uns am Kreuze, gegossen sein Blut hat für uns, dass er kann mit dir Ewigkeit verbringen. Durch Glaube allein, der Herr Gott selber kann dich mächtig machen. Vielleicht denkst du, ich bin schwach, Herr, ich bin niemand und nichts. Hilf mir, Herr, ruf den Herrn, er wird dir helfen. Er ist mächtig und kann dich mächtig machen. Und dann kannst du alles durch Jesus Christus schaffen. Jesus hat selber gesagt, steht geschrieben, ohne mich, ihr schaffet nichts. Diese Männer wussten das auch, bevor überhaupt Neues Testament wurde geschrieben. Die wussten das ohne Herr Gott, die schaffen nichts. Und deshalb, die haben Glaube, Geduld gehabt. Die waren treu zum dem Herrn und gehorsam. Joshua finde ich spezifisch, weil er hat alles gesehen. Er ist mit Moses so gegangen. Er hat gesehen, wie Israeliten waren gehorsam und ungehorsam. Und dann, wenn du siehst, wie Gott mächtig arbeitet und Wunder tut, und dann siehst du, wie Gott bestraft, dann musst du irgendwann Angst bekommen. Und dann wirst du dir überlegen, bevor du wirst ungehorsam. Er wusste das, Joshua. Joshua, großer Charakter in der Bibel. Deswegen schaue auch, was Jesus Christus hat alles durchgemacht für uns. Schaut dir das an, was Tod Jesu Christi, Begrabung und Auferstehung hat zu uns gebracht. Erst waren die Menschen, dann Gott selbst. Gott selbst auch. Sein Tod, Begraben und Auferstehung haben so viel gebracht, Geschwister. Unsere Sünden sind vergeben. Jesus hat gelitten auch. Hatte Not, war hungrig. War Mensch wie du, aber hundertprozentig auch Gott. Durchgelitten. Warum? Dass unsere Sünden können vergeben werden. Für unsere Sünden ist Todesstrafe vollständig hier bezahlt. Mit seinem Blut Jesus hat bezahlt. Warum? Dass wir können ewige Leben haben. Halleluja, preis dem Herrn, ich höre nichts. Wir sind vom Tod zum Leben übergegangen. Ewige Leben. Wir sind durch das Blut erkauft, im Blut gewaschen, Sünde verschwunden. Hundertprozentig, nie wie an Werbung, was die versprechen am Fernseher. Dies und diese Teil oder was weiß ich, es wird sicher Wäsche komplett waschen. Lüge, du weißt das. Aber Blut Jesu Christi hat Kraft heute immer noch und vergibt dir Sünde immer noch heute. Amen. Und erlöst dich von Macht der Sünde. Erlöst dich. Wir sind
mit Heiligem Geist versiegelt. Wir verstehen das nicht. Heiliger Geist lebt in uns. Gott allein lebt in dir. Durch was? Preis dem Herrn. Amen. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben Vater im Himmel. Wir sind neue Kreatur geworden in Jesu Christi. Wir sind alle eins jetzt. Leib Christi. Geschwister. Ich habe neue Familie. Neue Brüder, neue Schwestern. Seht ihr, wie viel hat das gebracht, das Kreuz? Wie viel hat das gebracht? Und viel mehr noch. Was in Zukunft auf uns wartet. Wir sind in der Schrift jetzt heilig genannt. Wir sind Priester Gottes, wir sind sein Botschafter. Botschaft ist das Evangelium. Du musst das Evangelium weitergeben. Wir sind seine Botschafter, genau. Wir sind jetzt alle Brüder, eine Familie. Wir haben einen Mittler zwischen uns und Gott. Wir haben einen Mittler. Wir haben sein Blut, wie gesagt, was reinigt uns immer noch von der Sünde und bewahrt uns von der Sünde Macht. Wir brauchen das und das haben wir. Wir haben Beispiel zu folgen. Auch von Abraham kannst du viel lernen, was gut ist und schlecht ist, weil bei denen Männern gibt es auch viel Positives. Aber diese Männer wie wir, und die Bibel sagt, klar, wir sind alle Sünder. Und die haben auch Fehler gemacht, die haben auch Minusse im Leben. Die haben auch Fehler gemacht. Über David wunderbare Sachen. Aber wir wissen auch, was der hat falsch gemacht. Bei Jesus Christus gibt es keine Minus. Er ist perfekt, er ist Gott, lebendiger Gott. Wir haben ein Beispiel in Jesus Christus. Und die ganze Schrift ist uns gegeben, dass wir was lernen von den anderen. Auch. Wir haben das Leben, wir haben Wahrheit und wir haben den Weg, Leute. Du weißt, wohin. Du bist nicht mehr blind. Licht ist da, du weißt, wohin. Du hast Gnade und Barmherzigkeit tagtäglich in Verfügung. Tagtäglichkeit, Gnade und Barmherzigkeit. Wir haben Vater im Himmel und unsere Mutter Neu-Jerusalem. Wir haben jetzt Möglichkeit, mit dem Herrn Gott jeden Tag zu reden, zu beten. Jeden Tag. Früher war das nicht so im Alten Testament. Priester haben diese, wie soll ich das beschreiben, Privilegion. Privileg, ja, mit dem Herrn Gott, mit Herrn Gott, Leute, mit heiligem Gott zu reden. Wir können jetzt jeden Tag reden. Warum? Weil jemand hat gelitten und hat uns das ermöglicht. Herrlich, herrlich. Amen, Amen. Was haben wir noch im Jesus Christus? Du hast Trost in Jesus Christus. Bist du traurig? Sag es Jesus. Bist du krank? Hast du Schmerzen? Sag es Jesus. Er ist dein Arzt. Bist du freundlos? Brauchst du Gesellschaft? Sag es Jesus. Er ist größer als alle Freunde, was es gibt auf dieser Erde. Er ist Gesellschaft, was du brauchst im Leben. Er ist dein Hirte. Du bist ein Schaf. Er wird dich leiten. Hast du Schwierigkeiten, Probleme? Er ist auch für uns Anwalt. Unsere Hoffnung, unsere Meister, unsere Lehrer, unsere Erlöser, unsere Befreier. Amen. Hast du Probleme mit Sünden? Er kann dich befreien. Hast du Probleme allgemein, Not? Er kann dich erlösen davon. Weißt du etwas nicht? Brauchst du Weisheit? Er ist Lehrer. Er ist ein Meister. Er kann dich lehren. Bist du vielleicht wieder im Dunkel, im Finsternis? Er ist dein Licht. Er ist dein Licht. Bist du traurig? Bist du traurig? Allein? Verlassen? Er wird dich trösten. Er wird dich lieben wie nie und keiner bis jetzt hat dich lieb gehabt. Wir sagen oft zu einfach das Wort, ich liebe dich. Ich liebe dich ist nicht nur drei Wörter, ich liebe dich. Liebe ist Akt, Opfer, Tat, etwas zum Tun, zu beweisen, dass das so ist, wie du sagst. Und keiner hat es bewiesen wie Jesus Christus. Keiner. Lebendiger Gott, wir haben lebendige Gott, Leute.
Ich weiß nicht, wodurch jetzt musst du gehen. Was steht vor dir? Wie schwierig ist dir in dein Leben? Aber es gibt kein Problem, was so groß ist, dass dein Gott und Erlöser kann das nicht erlösen. Kann dich nicht erretten. Er hat dich errettet von der Hölle. Wir waren verdammt auf die Hölle. Wir haben geglaubt an ihn und er hat uns ewige Leben gegeben. Das heißt, Feuer aus Hölle kann dich nimmer berühren. Verstehst du das? Aus Tod übergegangen zu ewigem Leben. Was für ein Herr. Gepriesen sein seine Name. Gepriesen sein seine Name. Ich liebe diese Versen auch. Ach, kann ich nicht lesen, Sascha hat es schon gesagt. Rufe mich, so will ich dir Antwort und will dir anzeigen große und gewaltige Dinge, die du nicht weißt. Römer 8, 31. Was sollen wir denn hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? Ich lese nochmal. Ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? Wer ist größer als dein lebendiger Gott? Keiner, niemand. Vertraut dem Herrn, behalte deine Glaube und warte. Hab Geduld, sei treu. Und er wird dir zeigen große und riesige Wunder in dein Leben. Amen. Welcher auch seines eigenen Sohn nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wow. Wow. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja, vielmehr, der auch auferweckt ist. Auferweckt ist, welcher ist zu Rechter Gottes und vertritt uns. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Wer? Wer kann dich scheiden von Gott? Keiner, genau. Dein Gott ist größer, als du selber vielleicht denkst. Trübsel oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert, Schild, Spieß. David wusste das. Er wusste, dass der Herr Gott ist mit ihm. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet für Schlachteschafe. Aber es gibt immer Aber, oder? Aber in dem allem überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes oder Tiefes noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes. Amen. Die in Christo Jesu ist unser Herr. Amen. Psalm 27, 1 bis 10, 14. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Von wem? Wer hat größere Macht und Kraft als dein lebendiger Gott? Niemand, keiner. Der Herr ist mein Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Von wem? Darum so die Bösen, meine Widersacher und Feinde, an mich wollen, mein Fleisch zu fressen, müssen sie anlaufen und fallen. Wow. Wow. Die Feinde wollen sein Fleisch fressen, aber die werden fallen. Warum? David wusste, wer ist hinter ihm. Wer hielt seine Hand auf seine Schulter? Und David hat immer so geschaut. Ja, Herr. Gehen wir weiter nach vorne. Ich habe keine Angst, du bist mit mir. Du bist mit mir. Wenn sich schon ein Herr wider mich legt, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Wenn alles ist gegen dich, verlasse dich auf den Herrn, dein Gott. Wenn alles ist gegen dich. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich meine Haus und des Herrn bleiben möge, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seine Tempel zu besuchen. Amen. Denn er deckte mich mit seiner Hüte zu bösen Zeiten. Wer? Der Herr Gott. David wusste, dass er brauchte Gott. Er verbirget mich heimlich in seinem Gezelt und erhöht mich auf einem Felsen.
Wir haben unsere Felsen, Jesus Christus. Und wird nun erhöhen mit Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich in seine Hütte Lob opfern. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Ich glaube, dass wir singen und Lob sagen zu dem Herrn zu wenig. Zu wenig. Wir sollen dem Herrn preisen jeden Tag. Tag und Nacht preisen für alles, was er hat für uns gemacht. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir von dein Wort. Ich sollte mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir und verstoße nicht im Zorn deine Knecht. Denn du bist meine Hilfe. David wusste genau, wer ist seine Hilfe. David wusste genau, wer ihm wird helfen. Weißt du, dass du Hilfe hast in deinem Leben? Weißt du, dass der Helfer steht auf deiner rechten Seite und wartet, dass du rufst? Steht immer da. Immer einsatzbereit. Immer einsatzbereit. Dein Gott ist immer da. Wenn du rufst Sanka heute an, musst du warten. Manchmal, die schaffen gar nicht auf Zeit. Unser Gott wird zeitlich kommen, pünktlich kommen und er wird immer kommen. Er wird dich nie verlassen, nie vergessen. Lass mich nicht und tu nicht von mir die Hand ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich. David wusste, meine Familie, meine Freunde, alle werden mich verlassen. Aber Gott, der Herr, wird mich nie verlassen. Und hat ihn nie verlassen. Aber der Herr nimmt mich auf. Nimmt ihn auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf richtige Bahn um meine Feinde willen. Gib mich nicht in den Willen meiner Feinde. Denn es stets falsche Zeugen wider mich und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde das Gute des Herrn im Lande des Lebendigen. Haare des Herrn, sei getröst und unverzagt. Sei getröst und unverzagt. Sei getröst und unverzagt. Haare des Herrn, warte auf dem Herrn, er wird dir helfen. Warte auf dem Herrn. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Kraft? Brauchst du Motivation? Brauchst du Mut für weiter? Haare des Herrn, warte auf den Herrn, frage ihn. Er wird dir Antwort geben. Er wird dir Antwort geben. Warum? Ihr müsst jetzt verstehen, dass Gott ist nicht wie wir und Gott kann nicht und nie scheitern. Verstehst du das? Gott kann nicht scheitern. Du wirst scheitern, du wirst niederfallen, Gott nicht. Amen. Weil er ist allmächtiger Gott. Allmächtiger Gott. Leute, du kannst jetzt nicht aufhören. Du sollst nicht jetzt aufhören. Du bist zu weit gekommen. Weit bist du gekommen, dass du jetzt aufgibst, aufhörst weiterzuziehen. Gott hat dich schon viel durch viele Trübsel als Sieger nach vorne gestellt. Warum gibst du jetzt auf? Warum willst du jetzt aufgeben, wenn du weißt, dass du hast lebendige Gott, was kann dir helfen? Was ist immer da, das dir hilft? Gib nicht auf. Kämpfe weiter. Wie gesagt, bist du verletzt im Kampf. Geh nach Hause, kümmere dich um deine Wunde, steh morgen wieder auf und kämpfe wieder. Wenn es wieder dasselbe passiert, mach dasselbe genau morgen. Steh auf. Niederlage ist, wenn du bleibst unten. Sieg ist, wenn du stehst auf. Auch wenn du bist niedergeschlagen, du stehst auf. Das ist schon Sieg, Leute. Das ist Sieg, weil du sagst, ich will nicht Verlierer werden. Ich werde mächtig durch den Jesus Christus, was mich mächtig macht. Ich ziehe weiter, egal wie mein Fleisch und mein Körper kämpft gegen mich, in die Gemeinde zu kommen, Bibel zu lesen, auf die Straße zu gehen und tu die Wille Gottes, gehorsam zu sein, treu zu sein, geduldig zu sein, gläubig zu sein. Ich gehe weiter. Wir brauchen solche, wie sagt man das, Mindset, wie sagt man das auf Deutsch?
Einstellung. Wir müssen solche Einstellungen in unserem Kopf entwickeln. Aber wahrscheinlich wir vergessen, dass lebendige Gott ist mit uns und kann uns helfen. Wahrscheinlich wir vergessen. Ich habe Nachricht für euch. Bist du niederschlagen? Steh auf! Bist du niedergeschlagen durch Trübsal? Steh auf! Bist du niedergeschlagen durch Probleme? Steh auf! Bist du niedergeschlagen durch Not und Prüfungen? Steh auf! Warum liegst du am Boden? Bist du niedergeschlagen durch Härte in deinem Leben? Steh auf! Steh auf! Bist du niedergeschlagen, niedergedrückt durch deine Sünde, was du selber machst? Steh auf und kämpfe weiter. Bleib nicht am Boden liegen, wie alle Verlierer. Steh auf und kämpfe weiter. Du schaffst das durch Jesus Christus, was dich mächtig macht. Allein wirst du nicht. Aber Herr, Gott ist mit dir auf deiner Seite. Steh auf, kämpfe weiter. Nochmal, geh nach Hause, kümmere dich um deine Wunde, steh auf und kämpfe weiter. Er kämpfe weiter. Er kann dir nicht Kraft geben, wenn du hast dich entschieden, dass du bleibst liegen am Boden. Amen. Steh auf, dann kriegst du Kraft und dann gehst du weiter. Er wird dich Sieger machen. Du wirst ihm mehr als Sieger sogar, Gott verspricht. Mehr, viel mehr. Steh auf, aber Problem ist, dass wir sind Menschen, wir haben Angst. Wie oft hat Jesus gesagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Markus 5, 36, Jesus aber hörte bald die Rede, die da gesagt ward, und sprach zu Obersten dem Schule, fürchte dich nicht, glaube an mir. Glaube an mir, sagte Jesus. Glaube an mir, dass ich kann dir Kraft geben. Glaube an mir, dass ich kann dir dich wieder auf die Beine hinstellen und dich nach vorne schieben. Glaube, dass ich bin deine beste Freund, dass ich werde dir helfen. Glaube, dass ich bin mit dir tagtäglich und niemand und nichts kann gegen dich gewinnen, weil du bist mit mir und ich bin mit dir. Amen. Glaube an mir, vertraue mir und fürchte dich nicht, sagt Jesus. Markus 9, 23. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du könntest glauben, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubet. Siehst du, Glaube brauchst du, Geduld brauchst du. Und du brauchst nicht Angst und Furcht haben. Weil der Mächtige ist der, was lebt in dir, als der, was in der Welt ist. Amen. Joshua 8, 1, nur erste Teil A. Und der Herr sprach zu Joshua, oder Joshua, ich sage Joshua jetzt, fürchte dich nicht und sage nicht. Und das hat mehrmals zu Joshua gesagt. Fürchte dich nicht, so das verspricht wurde im Alten Testament, das spricht in den Wort im Neuen Testament. So da liegt Schlüssel, wir haben Angst. Hab keine Angst, steh auf und geh weiter. Und Jesus Christus, ein Herr und Gott, wird dir Kraft geben und wird dich mächtig machen, nach vorne zu ziehen. Amen, Amen. Jesaja 35, 4. Sage den verzagten Herzen. So ich sage euch, verzagten Herzen, sei getröst, fürchte dich. Seht, euer Gott, der kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch was helfen. Sei getrüst und fürchte dich nicht. Der Gott wird dir helfen, aber wir vergessen das. Jesaja 43, 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht. Gemeinde, Jesu Christi, Leib Jesu Christi, fürchte dich nicht. Stehe auf und geh weiter. Drücke nach vorne. Amen. Denn ich habe dich erlöst. Amen. Und der hat dich erlöst vom Sündensold, das Tod ist, Hölle, der kann dir Kraft weiter, für weitergeben. Der kann dich mächtig machen. Wir vergessen das. Wir sind wie katholische Priester und Nachfolger geworden. Nur machen Sache so, weil gesagt ist. Wir vergessen, wer Gott ist. Was hat er alles schon gemacht? Was tut für uns? Und was alles er wird für uns machen schon. Und noch. Wir vergessen das. Lukas 12, 7. Auch sind die Haare auf eurem Haupte alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Schon wieder fürchtet euch nicht.
denn ihr seid besser denn viel Sperlinge. Sperlinge. Jetzt möchte ich noch abschließen mit einem Psalm, so wie Bruder Sascha heute. Ich habe gedacht, dass wir haben selbige Psalm ausgewählt. Aber preis dem Herrn, es ist nicht dasselbe, aber es ist Psalm. Ich werde den ganzen Psalm durchlesen. Psalm 18 von 1 bis 51. Und das mit werden wir Abschluss machen. Ein Psalm vorzusingen. Davids, des Herrn Knechts. Welcher hat dem Herrn die Worte dieses Liedes geredet zur Zeit, da ihn der Herr errettet hatte? Der Herr hat ihn gerettet. Von der Hand seiner Feinde und von der Hand Sauls. Und sprach, herzlich lieb habe ich dich, Herr, mein Stärke. David wusste, wo seine Stärke ist. Herr, mein Fels, mein Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Horn präsentiert Kraft und Macht. Mein Kraft und mein Macht meines Heils und mein Schutz. Ich kann dich nicht schützen. Ich bin in Pfarrkirchen 130 Kilometer weg entfernt von dich. Gott kann dich schützen, er ist mit dir da, wo du stehst und wo du atmest. Ich will den Herrn loben und anrufen, so werde ich von meinen Feinden erlöset. Denn es umfingen mich des Todes Bande und die Bäche Belilas erschreckten mich. Der Hölle Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigen mich. Wenn mir Angst ist, so rufe ich den Herrn an und schreie zu meiner Gott. Siehst, David wusste das. Wenn er hat Probleme, ist er niedergefallen, hat er gesündigt, ist alles gegen David. Wem hat er gerufen? Der Herr Gott. So erhöret er meine Stimme von seinem Tempel. Und mein Geschrei kommt vor ihn zu seinen Ohren. Meint ihr, dass der Gott hört dich nicht? Dass Gott sieht nicht, wenn du leidest? Wenn dir nicht gut geht? Er sieht das, er weiß das. Er hat Mitleid. Mach deinen Mund auf und sag ihm was. Rufe ihn. Rufe ihn. Die Erde bebet und ward bewegt. Und die Grundfesten der Berge regeten sich und bebeten, da er zornig war. Und so war es mir, wo ich habe gesehen, Erdbeben in Petrinja, Heimstadt, wo ich bin aufgewachsen. Und ich habe gesehen, was Erdbeben hat gemacht mit Petrinja. Komplett zerstört, zu Ruine gebracht. Und dann kommt Teufel und sagt dir, stell dir vor, dass das passiert, dasselbe in Pfarrkirchen, wo du wohnst. Und weißt du was, ich habe gesagt, Amen, preis dem Herrn. Preis dem Herrn, ich gehe ins Himmel vor. Amen. Vor, oder eher als ich dachte. Weil ich wusste, wenn es regnet, Sturm draußen. Und ich höre, wie das Sturm laut ist, wenn es blitzt. Alle haben sich versteckt. Nur ich und meine Frau, wir sind draußen und schauen, wie es regnet und blitzt und wie laut das ist, weil wir wissen, das ist Kraft Gottes. Amen. Nur wir zwei, dann kommt meine Tochter und schaut, das ist Herr, Herr spricht. Amen. Und ich sage, Amen. Amen. Schön, wunderbar, ich weiß mich schon. Und dann kommt Teufel wieder und sagt, was, wenn jetzt dich umbringt? Dann sage ich, dass er wollte mich schon tot haben, er musste nicht warten auf einen Sturm. Ich konnte einschlafen und morgen Schluss mit Robert. Steh auf für den Herrn, für die anderen, für die Ungläubigen, für die Gläubigen, für die Geschwister. Steh auf. Dampf ging auf von seiner Nase und verzehrend Feuer von seinem Munde, dass er davon blitzte. So habe ich mich gefühlt, wo ich habe das Sturm gesehen in Pfarrkirchen, wenn es hat geregnet. Und ich habe seine Kraft und Macht gespürt. Aber ich war froh, weil ich wusste, mein Gott, dieser lebendige Gott. Er neigte den Himmel und fuhr herab und dunkel war unter seinen Füßen. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Er schwebete auf den Fischen und des Windes. Sein Gezelt um ihn her war finster und schwarze dicken Wolken, darin er verborgen war. Vom Glanz vor ihm trennten sich die Wolken mit Hagel und Blitzen. Und der Herr donnerte im Himmel. Ich liebe, wenn es donnert, Leute. Ich liebe es, wenn es donnert, weil ich weiß, das ist Gottes Kraft offenbaret vor meinen Augen.
Ich liebe es, wenn es donnert. Ich liebe es. Früher habe ich Angst gehabt. Ich bin gelaufen wie Maus, dass ich kann mich verstecken irgendwo. Weil ich habe Angst vom Tod. Jetzt habe ich keine Angst vom Tod. Weil jetzt habe ich ewiges Leben. Amen. Wer ist wider mich? Wovon soll ich Angst haben? Ich fürchte mich nicht mehr von solchen Sachen. Und Herr donnerte im Himmel und Höchste ließ sein Donner aus mit Hagel und Blitzen. Er schoss sein Strahlen und zerstreute sie. Er ließ sehr blitzen und streckte sie. Da sah man Wassergüsse und des Erdbodens Grund war aufgedeckt. Herr, von deinen Schelten, von dem Orden und Schauben deine Nase. Er schickte aus von der Höhe und holte mich. Und er holte mich und zog mich aus großem Wasser. Er errettete mich von meinem starken Feinden. David wusste, dass er schwach ist. David wusste, dass seine Feinde sind stark. Weil Satan ist mit denen. Aber er wusste, dass der Herr ist stärker als Satan und seine Feinde alle zusammen. Mit dem Herrn bist du immer, wie soll ich sagen, wie hat der Bruder Nico gesagt, in Mehrheit, gell? Im März, genau, Amen, Bruder, genau, danke. Er errettete mich, der mich überwältigt zur Zeit meines Unfalls und der Herr ward meine Zuversicht. Und er führte mich aus in den Raum und er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit, er vergilt mir nach der Reinigkeit meiner Hände. Denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos wider meinen Gott. Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen und alle seine Gebote werfe ich nicht von mir, sondern ich bin ohne Wandel vor ihm und hüte mich vom Sünden. Hüte dich vom Sünden, behalte deine Glaube, sei gehorsam, geduldig, vertraue dem Herrn. Alles wird gut, er hat es versprochen. Er hat es versprochen. Alles wird gut. Denn ich halte die Wege, genau. Dann, sondern ich bin ohne Wandel vor ihm und hüte mich vor Sünde. Darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinigkeit meiner Hände vor seinen Augen. Bei den Heiligen bist du heilig und bei den Frommen bist du fromm. Und bei dem Reinen bist du rein und bei dem Verkehrten bist du verkehrt. Denn du hilfst den elenden Volk und die hohen Augen niedrigest du. Denn du erleuchtest meine Leuchte, der Herr, mein Gott, machte meine Finsternis Licht. Der Herr selbst ist das Licht. Denn mit dir kann ich was Kriegsvolk zerschmeißen und mit meinem Gott über die Mauern springen. David wusste das. David wusste das. Gottes Wege sind ohne Wandel. Die Rede des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihn vertrauen. Deine Glaube ist Vertrauen auf den Herrn. Das ist dein Schild. So was kann dir dann passieren, wenn der Herr steht neben dir? Er ist riesiger und größer Krieger als du wirst selber je sein. Gott ist der, was hat alle Kriege gesehen. Wir wissen nichts vom Krieg. Gott ist größer. Denn wo ist ein Gott ohne den Herrn? Oder ein Hort ohne unseren Gott? Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Wandel. Er rüstet mich mit Kraft. Er rüstet dich mit Kraft. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhe. Er lehret mein Hand streiten und lehret meine Arm einen Ehrenbogen spannen. Der Herr lehrt dich alles. Und gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stärket mich. Und wenn du mich demütigest, machst du mich groß. Amen, Halleluja. Du machst unter mir Raum zu gehen. Der Herr ist dir, was macht Raum für dich, dass du kannst gehen. Der Herr ist dir. Du gehst, aber der Herr geht vor dir und macht dir Wege frei. Amen. Platz und Raum, dass du kannst durch, nach vorne ziehen. Deswegen, wenn wir gehen, predigen auf die Straße in München, du kommst da und du bist sicher und nichts dir passiert. Warum? Der Herr war dort schon vor uns.
hat uns Wege und frei gemacht. Amen, Amen. Du machst unter mir Raum zu gehen, dass meine Knöchel nicht gleiten. Ich will meine Feinde nachjagen und sie ergreifen und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe. Okay, wir sind neugeborene Christen, wir können das nicht machen. Wir sind nicht so heil. Ja? Das war andere Zeit, andere Dispensation. Ich will sie zerschmeißen und soll mir nicht widerstehen, sie müssen unter meine Füße fallen. Wir tun keine Rache, Rache gehört zu dem Herrn. Bete für deine Feinde erst, dass die bekehren sich, wenn nicht, überlasse sie zu dem Herrn. Was der Herr macht mit denen, das ist zwischen deinen Feinden und dem Herrn. Du kannst mich nicht, du kannst mich rüsten mit Stärke zu Streit, du kannst unter mich werfen, die sich wider mich setzen. Siehst, das ist dein Herr, dein Gott, alle, was stehen gegen dich, der Gott kann dich einfach so wegtun, wie die Fliegen und die Mücken. Wie dass die nichts sind und sie sind nichts zu dem Herrn. Du gibst mir meine Feinde in Flucht, siehst, dass ich meine Hasser verstöre. Ich rufe, sie rufen, aber da ist kein Helfer. Sieht, deine Feinde haben keinen Gott. Sie rufen um die Hilfe, aber da ist keiner, was kann ihnen helfen. Wenn du rufst um die Hilfe, da ist Helfer, was kann dir helfen? Aber er antwortet ihnen nicht. Ich will sie zerstoßen wie Staub vor dem Winde. Ich will sie vergräumen wie den Knot auf der Gasse. Du hilfst mir vor dem zänkischen Volk und machst mich ein Haupt unter den Heiden. Ein Volk, das ich nicht kannte, dienet mir. Wow, preis dem Herrn. Preis dem Herrn, wie groß und mächtig er ist. Es gehört mir mit gehorsamen Ohren. Ja, dem fremden Kinder hat's wieder mich gefällt. Die fremden Kinder verschmachten und zappelt in ihren Banden. Der Herr lebet und gelobet sei mein Hort und der Gott meines Heils müsse erhaben werden. Der Gott, der mich Rache gibt und zwinget die Völker unter mich. Der mich errettet von meinen Feinden und erhöht mich aus denen, die sich wider mich setzen. Du hilfst mir von dem Frevel. Darum will ich dir danken, nicht vergessen, den Herrn zu danken für alles, was er hat schon bis jetzt für dich getan und was er tut momentan für dich und danken für alles, was erwartet dich. Dank dem Herrn. Danksagung, das muss man dazu schreiben. Danksagung. Vom Verlierer bist du Sieger geworden, aus Not bist du sicher geworden. Dank dem Herrn dann. Amen. Weil es nicht durch deine eigene Kraft und Macht, es ist seine Kraft und Macht. Der seinem Könige groß Heil beweiset und wohltut seinem gesalbten David und seinem Samen ewiglich. Nee, ist jetzt nicht geschrieben bis morgen, für zwei Wochen, für ein Jahr. Ewiglich. Du bist sicher in Jesu. Amen. Du bist sicher in Jesu. Amen. Fürchte dich nicht, steh auf und kämpfe weiter. Steh wieder auf, kümmere dich um deine Wunde, wie gesagt, und komme morgen weiter zum Kämpfen. Ich weiß es nicht, das ist, was ich bin, so wie der Herr mich nützt. Ich hoffe, das war eine Motivation, Ermutigung für euch, dass ihr auch aufsteht und weiterkämpft. Drängt nach vorne. Schaut nicht zurück, so wie Lots Frau. Habe ich fast Wife gesagt. Ja? Schaue nicht zurück. Schaue nach vorne. In Glaube, sei geduldig, warte auf den Herrn, sei ihm gehorsam und treu. Wenn er riesige und große Wunder in dein Leben tut für dich, er rettet dich aus deiner Not und Trübsal. Preis dem Herrn, preis dem Herrn, sag ihm Danke, singe ihn, preise ihn. Amen. Vergiss dein Herr nicht, vergiss ihn nicht. Damit werden wir abschließen. Bruder Sascha, würdest du noch Gebet tun? Danke. Mein lieber Herr Jesus Christus, mein Herr, wir können dir einfach nur danken und dich loben, dass du so wunderbar bist und du wirklich auch immer da bist bei uns. Herr, du wohnst nicht nur in uns, sondern du bist auch
ja, hier, wie wir jetzt gerade auch gehört haben, in der Predigt auch immer hinter uns und ja, hältst deine Hand auf unsere Schulter und sagst, dass wir uns nicht fürchten sollen, dass wir mit allen Dingen zu dir kommen sollen, mein Herr. Und ja, du bist genau die Person, wo wir auch hinkommen müssen, denn du bist unser Vater, mein Herr, du hast uns errettet, du hast dein wunderbares Blut für uns gegeben. Und ja, Herr, du willst, dass wir gestärkt werden und auch viel lernen hier noch in dieser Welt, solange wir hier sind, auf dass wir hier unseren Ruf auch, den du für uns hast, mein Herr, auch bis zum Schluss, mein Heiland, auch ja, vollbringen können, dass wir durchs Ziel gehen als Sieger, in dem Sinne, so wie Paulus auch gesagt hat, dass wir das Feld behalten, dass wir Glauben bewahren, dass wir das Kleinod ergreifen, um dir auch ein Geschenk zu machen aus Dankbarkeit, mein Herr. Lieber Vater, Herr, wir haben alle mit unseren Problemen hier auch zu kämpfen in dieser Welt, mein Herr. Doch wir wissen, mein Heiland, dass kein Problem so groß ist, Herr, wo du uns nicht helfen kannst, mein Heiland, Herr. Du sagst, mein Herr, dass diese Trübsal hier zeitlich und leicht ist. Und wir mögen denken, dass das so groß diese Probleme und dass sie niemand irgendwie, ja, lieber Herr, auch ja, uns helfen kann, dass uns niemand irgendwie ja, die Kraft gibt. Aber doch, Herr, du bist da, mein Herr, du gibst uns die Kraft, denn es heißt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, und ist Gott mit mir. Wer kann schon gegen mich sein, heißt es, mein Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir auch diese wunderbaren Beispiele auch haben in der Bibel, was wir heute auch gesehen haben, mein Herr. Die ganzen Propheten, mein Heiland, angefangen von Abraham bis Paulus im Neuen Testament, doch das beste Beispiel und der größte, mein Heiland, der bist du, mein lieber Herr Jesus Christus. Denn du hast überwunden, mein Herr, und du sagst, in der Welt habt ihr Angst, doch ich habe die Welt überwunden. In mir habt ihr Frieden, sagst du, mein Herr, und in dir haben wir Frieden, wahrlich, mein Herr. Und ich bitte dich, dass du uns reinigst alle mit deinem Blut, mein Heiland, dass du uns Freude und Frieden gibst, mein Herr, dass du uns erfüllst mit dem Heiligen Geiste, dass du uns aber auch den Mut gibst, mein Heiland, dass wir zu dir kommen, mein Herr, und alles mit dir besprechen, mein Herr. Denn es ist nichts geregelt, mein Heiland, wenn es nicht mit Gott geregelt ist. Ich bitte dich, Herr, dass du hier deine schützende Hand über uns hältst, mein Heiland, und uns führst, mein Heiland, dass du, ja, Herr, den Feind auch fernhältst, mein Heiland, der uns zerstören möchte, mein Heiland, der immer wieder negative, finstere Gedanken einpflanzen möchte, mein Herr. Doch du bist das Licht, mein Heiland, und dein Licht ist stärker als jegliche Finsternis, mein Herr. Und wenn das Licht scheint, dann muss die Finsternis weichen, mein Herr. Gepriesen seist du, Vater, ich bitte dich, reinige uns mit deinem Blut, mein Herr. Lass uns Licht sein hier in dieser Welt, mein Heiland, dass andere Menschen zum Glauben kommen, mein Heiland, und dass sie ebenfalls in die Ewigkeit, mein Heiland, eintreten dürfen, mein Herr. Gepriesen seist du, Vater, ich danke dir für diesen wunderbaren Gottesdienst, für alle Geschwister, die heute da waren, mein Heiland, bitte segne sie alle, dass sie alle gesund nach Hause ankommen. Ich bitte dich aber auch für die Geschwister, die heute nicht da sein konnten, dass du sie ebenfalls segnest. Beschütze auch unseren Pastor Nico, mein Heiland, auf all seinen Wegen, mein Heiland, und danke dir, Herr, für diese wunderbare, bibeltreue Gemeinde, mein Heiland. Herr, wenn du etwas anfängst, mein Heiland, dann wird es auch bis zum Schluss gelingen, mein Herr. Amen. Denn Herr, wenn du etwas anfängst, mein Heiland, wenn du etwas beschließt, dann bedenkst du es nicht erst danach, sondern davor. Du machst dir deinen Plan schon vorher, mein Herr. Und genauso möchtest du uns auch lehren, mein Herr. Du bist unser Lehrer, mein Herr. Unsere Kraft, unsere Liebe, unsere Stärke, mein Heiland, Herr. Gepriesen seist du, Vater. Ich danke dir, Herr. Und erbitte dies alles in Jesu Christi Namen. Amen. Amen.